Food for Future – Stimmen aus dem Off. Eure Meinungen zum Thema klimafreundliche Ernährung. Von welchen Lebensmitteln wirfst du in deinem Haushalt am meisten weg? Was sind die Gründe dafür, dass Lebensmittel bei dir in der Tonne landen? Ich glaube, bei mir landen am meisten so Obst- und Gemüseabschnitte in der Tonne. Selten passiert es mir inzwischen, dass ich komplett Sachen wegwerfen muss. Da versuche ich auch, eben wenn ich einkaufe, genau zu planen, was ich brauche. Und wenn ich merke, dass die Sachen sich nicht so lange halten oder an der Grenze sind, dass ich dann damit einkoche oder Kuchen backe. Ich habe Hühner, ich schmeiße nichts weg. Meistens Obst, weil ich es nicht aufesse. Ich schmeiße ab und zu mal weg, zum Beispiel vor allem Toastbrot und Brot, weil ich es mir anders vorgestellt habe, dass ich das öfter esse. Weil es keine kleinen Gläser gibt für einzelne Personen. Oh, ich schmeiße tatsächlich relativ viel weg, aber das liegt an der Situation, dass wenn dieses eine Kind da ist, ich andere Sachen esse oder sie als ich, wenn sie nicht da ist. Ich bin leider sehr schlecht darin, glaube ich, alles, oder im Zusammenleben mit meinem Freund sind wir beide sehr schlecht darin. Sachen rechtzeitig aufzubrauchen, bevor sie schlecht sind. Ich versuche so wenig wie möglich wegzuschmeißen und mir fällt auch gerade gar nicht ein, was ich jetzt großartig wegschmeiße, weil ich aber auch sehr minimalistisch lebe und jetzt nicht sehr viel koche. Ich schmeiße vor allem Aufstriche und solche Sachen weg, also Dinge, die man irgendwie nur in größeren Packungen kauft und dann denkt, oh, probiere ich das mal aus und dann feststellt, das ist überhaupt gar nicht mal so geil. Dann schmeiße ich das ziemlich schnell weg. Ich habe Gott sei Dank eine Mitbewohnerin, die ziemlich gut als Hausschwein fungiert. Dadurch geht es tatsächlich, aber ich persönlich, würde ich alleine wohnen, würde ich sehr viel wegschmeißen. Bananen, definitiv Bananen, weil sie so schnell braun werden.